Hallo. Eine Pfanne. Da stehe ich. Lustig, ne? Ja, ich denke, für die schauspielerische Meisterleistung, na, da muss dann schon was kommen. Nee, sorry. Und ein kleiner Witz. Jetzt gehen wir zum ernsten Teil über. Kurzes Update. Haben ja schon ein paar Leute gefragt, wann wieder ein neues Video kommt, ob ich noch lebe. Ja, ich lebe noch. Soweit war es die Tage nämlich jetzt unverändert. Drum habe ich auch keine Videos gemacht. Ich hätte jetzt nichts Neues zu erzählen gehabt. Es ist weiterhin bestehend, dass ich nicht riechen kann. Schmecken funktioniert, aber halt nur diese vier Grunddinger: süß, sauer, salzig und das andere, irgendwas war es noch. Genau. Ansonsten eher unverändert, bis auf jetzt vor ungefähr 2 Stunden. Man muss sagen, wenn man hier so in Quarantäne ist, dann fängt man an, so ein bisschen zu verwahrlosen. Und ich habe mich jetzt endlich mal rasiert wieder und mal daheim aufgeräumt auch. Ich rieche auch nicht. Ich weiß nicht, ob mein Müll zum Beispiel stinkt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt aufgeräumt und da habe ich schon in kurzer Zeit wieder so Atembeschwerden bekommen. Ich habe jetzt irgendwie nichts belegt oder so, war auch die ganzen, auch davor war nichts belegt, aber ich bin trotzdem dann kurzatmig. Muss ich mal beobachten. Keine Ahnung, kann ich jetzt mehr noch nicht zu sagen. Also riechen und diese Kurzatmigkeit ist auf jeden Fall nicht da. Genau. Heute hat mich das Gesundheitsamt nochmal angerufen. Die haben sich die ganze Woche eigentlich über nicht mehr gemeldet. Heute haben sie nochmal angerufen. Die haben mich nochmal gefragt, wie es mir geht. Haben mir nochmal gesagt, dass ich bis einschließlich 13. noch in Quarantäne bin. Alles klar, also am 13. noch und ab 14. wäre ich dann raus. Allerdings werde ich jetzt, und das werden wir jetzt hier gleich machen im Anschluss, einen Covid-19-Schnelltest durchführen mit euch. Ihr erfahrt dann quasi genau zum gleichen Zeitpunkt wie ich dann, wie denn mein Ergebnis ist. Warum mache ich diesen Schnelltest jetzt? Grund ist der, dass ich nochmal einen PCR-Test machen muss. Da habe ich für morgen schon einen Termin gemacht. Problem ist aber, wenn der positiv ist, dann muss ich nochmal 10 Tage in Quarantäne. Und ich will jetzt zumindest mal ausschließen, ob denn der PCR-Test was Positives anzeigt. Sollte der nämlich schon positiv anzeigen, dann werde ich den PCR-Test noch mal ein paar Tage verschieben, in der Hoffnung, dass ich dann den, also dann werde ich selbstständig noch in Quarantäne bleiben quasi, in der Hoffnung, dass ich dann ein paar Tage später noch mal einen PC oder dann den PCR-Test machen kann und der dann eventuell negativ ist. Denn wenn der Schnelltest schon positiv anschlägt, wird der PCR-Test mit Sicherheit auch positiv anzeigen. Andersrum kann man da sich wahrscheinlich nicht so sicher sein. Das heißt, zeigt der jetzt negativ an, der Schnelltest, weiß es noch lange nicht, dass der PCR-Test negativ sein muss. Also, wir werden sehen, wie es passiert. Und ich mache jetzt mit euch einfach mal schnell den Schnelltest zusammen. Und dann fangen wir auch gleich an. Ja, ich habe jetzt hier den PCR-Test. Schnelltest heißt es, du Arschloch! Vielen Dank an Christian Knauer. Dankeschön, der hat mir den nämlich besorgt und vor die Tür gelegt. Sehr nett von dir. Vielen Dank. So, naja, also, dann starten wir mal. Ja, dann starten wir mal. Wir haben ja alles da liegen. Wir haben unser Abstrichstäbchen. Wir haben unseren Schnelltest. Das ist die Lösung, wo das Stäbchen quasi dann reinkommt. Und das hier ist dann zum Drauftröpfeln da. Gut, wir packen jetzt erstmal den Schnelltest aus. Ja, das ist der Schnelltest jetzt hier. Wir haben einmal, dann kommt hier der Kontrollstrich. Und hier wäre dann das Testergebnis. Also wenn hier 2 Striche da sind, ist schlecht. Wenn nur ein Strich da ist, ist gut. Jetzt nehmen wir einmal das Teströhrchen, machen das auf. Und dann werde ich mir das jetzt in die Nase einführen. So, ich habe jetzt hier das Teströhrchen. Ah, ich hasse es, ne?
Ach Gott. Ziemlich tief rein. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Oh, oh Gott. Eieiei. Okay, geht weiter. So, wir haben jetzt hier unser Teströhrchen. Oh, meine Nase. Und nun machen wir, da ist so eine Flüssigkeit drin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Und das machen wir jetzt auf. So. Und da kommt jetzt dieses Wattestäbchen rein. So. Und dann kann man das so fünfmal in jede Richtung drehen. Und das war es eigentlich auch schon. Jetzt kann dieses Stäbchen kann jetzt raus. Gut. Dann kommt diese Pimpette da drauf eben. Und jetzt tröpfelt man quasi hier rein das Mittel, so drei Tropfen langen aus. Eins, zwei, drei. Gut. Und jetzt warten wir einfach mal. Man sollte 15 Minuten warten. Und dazu machen wir jetzt mal eine Stoppuhr auf. Und warten einfach mal 15 Minuten. Wie man sieht, bildet sich jetzt hier schon langsam dieser erste Kontrollstrich. Ich werde jetzt die Kamera mal stoppen und so kurz vor 15 Minuten starte ich sie wieder. Ne? Also bis gleich. Well, the trouble with love is... Well, the trouble with love is... So, wie wir sehen, sehen wir nichts. Gott sei Dank, das Testergebnis vom Schnelltest zumindest ist negativ. Wie gesagt, das ist nicht 100% sicher, dieser Schnelltest, aber schon mal ein gutes Zeichen, denn beim letzten Mal, oder halt, wo ich festgestellt habe, dass ich positiv bin, habe ich ja auch zuvor einen Schnelltest gemacht und der zweite Streifen kam innerhalb von 3 Minuten voll zur Geltung. Und da bin ich jetzt schon mal sehr erleichtert drüber und dann kann ich ja mit einem einigermaßen guten Gefühl zum PCR-Test gehen. Genau, das war's für heute wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich werde euch auf den Laufenden halten und ich werde morgen nochmal oder halt übermorgen dann, wenn das Testergebnis kommt, berichten. Bis dahin, gesund bleiben, haltet die Ohren steif. Ciao.